Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS 22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hallöchen am Dönerstag. Grüße, Grüße, Grüße. So, hatten wir nicht noch ein Feld zu düngen? Düngerstreu habe ich jetzt gerade wieder am Hof gefunden. Der stand hier irgendwie auf dem Parkplatz. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir hatten noch ein Feld. War das Feld 1, was ich noch düngen müssen? War das Feld 1 oder war das Feld... anderes Feld? Wir können das ja mal rausfinden. Das war Feld 1, ne? Wir fahren da mal rüber. Wir haben ja hinten und vorne Pflegewerfung drauf, von dem her kann uns nicht viel passieren. Leck? Oh nö. Jemand muss in den Euro nachwerfen. Es leckt schon wieder hier. Katastrophe. Jetzt habe ich endlich wieder Bock auf LS. Muss ich sagen. Ja, so muss auch sein. So. Feld. Warte mal, lass uns hier mal gucken. Hier haben wir Unkraut bekämpft. Ja, hier könnte aber auch nochmal gedüngt werden, ne? Die Frage ist nur, ob es angenommen wird. Das ist die wichtige Frage. Was ist das eigentlich für ein braunes Zeug hier? Muss gewalzt werden. Meine Güte. So, warte mal, wir fahren mal drauf. Könnte aber, es müsste aber sein, oh, es könnte sein, dass wir noch eine Wachstumsstufe warten müssen, ne? Das könnte sein. Wir fahren mal ein paar Meter. Um mal zu gucken, ob es was bringt oder nichts bringt. Es bringt was. Komm, wir fahren da gleich drauf los. Falsch. Wir machen gleich los. Falsch. Ey, wir machen das hier. So. Düngen. Dreimal ist okay. Aber mach zweimal, sonst kommt den Suko wieder und sagt, das war zu viel Vorgewende. Ich bin für circa 6 bis 8 Wochen auf der Ersatzbank. Ich habe gehört, Skywoman, du bist ja auch öfter bei Stefan zu Gast. Und da gucke ich auch immer wieder mal gerne rein. Du hast es mit den Beinen oder mit den Händen? Irgendwas war noch, ne? Irgendwie, glaube ich, bist du verletzt oder bist du irgendwie... Ich bekomme immer so schleichend mit. Egal, was du hast, Kai, wo man eine gute Besserung, eine gute, schnelle Genesung wünsche ich dir. Genau, das sieht gut aus, das passt. Kurz gedacht, der Feuermelder ist angegangen. Die linke Hand. Ach, die das Problem wieder. Erna, danke dir für den Euro. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht's wieder, siehst du? Danke euch. Vielen, vielen Dank. So, den Kollegen hier werden wir mal umstellen. Jetzt nicht auf Rundballen, sondern auf... danke, ich war beim Arzt. Oh, so schlimm. Was sind das für Ballen? Ich frage das jedes Mal, aber ich glaube, es sind 220. Ich glaube, es sind 240er. Warte mal, wir testen das mal. Mach mal an den Eumel hier. Hanse, Grüße. Jo, sind 240er. Okay, dann lass uns mal kurz luschern hier, was hier Sache ist und was hier Phase ist. Wir befinden uns auf Feld Nummer 48. Feld Nummer 48 muss natürlich, wie jeder weiß, logischerweise, ne? Zum Tierbedarfshandel. Logischerweise muss das so sein. Das heißt, wir holen hier verkauft Tierbedarfshandel rein. Zack. Und sagen ihm Quaderballen 240, ne? Das aktivieren, haben sie gesagt. Und dann können wir starten. Hier müsst ihr gleich erkennen, dass er vielleicht, ne? Florian, danke dir für 6 Euro. Mal schauen, was das hier ist. Das ist der, wie heißt das? Hype-Chat? Super-Chat? Ich weiß nicht, wie das heißt bei Twitch. Irgendwie so war das. Dass diese Nachricht jetzt länger da ist oder irgendwie so. Keine Ahnung. Herzlichen Dank auf alle. Vielen, vielen Dank für 6 Euro. Vielen, vielen Dank. Lass mich nur kurz nochmal gucken. Nicht, dass ich hier falsch bin, aber ich glaube... oben. 48 war oben. Doch, es ist Feld 48. Vielleicht muss er nochmal zurückfahren. Lass mal, ne? Entzündung geschwollen. Sehnenscheidenentzündung. Darf morgen eine Stützbandage abholen. Nicht geil. Hatte ich auch immer gehabt. Überhaupt nicht geil. Wirklich nicht geil, ne? Gute Besserung. Gute, schnelle Genesung. Ich habe das auch mal gehabt und es war nicht schön. Also wirklich nicht schön. Weil das so ein innerer Schmerz ist, weißt du? Das ist... ah, widerlich. Ich finde das geil, wenn alles so ein bisschen rumfahren. Warte mal. Läuft, ohne Kollision sogar. So, den stellen wir mal in die Garage. Den gehen wir nochmal tanken. R2D2 steht immer noch da leider, ne? Weiß nicht, was er mit dem heute machen soll, du. Wollte das so sein wie bei YouTube, bei Twitch, was ab... was abzieht davon? Bestimmt. Also die werden sich bestimmt ihren Teil davon einstreifen, ne? Geht mir ganz sicher. Bin mir ganz sicher.
Aber meine Damen und Herren, ich kann euch schon mal eine frohe Botschaft... frohe Botschaft ist übertrieben, ne? Ich sag's euch einfach mal. Ich habe ein Angebot bekommen, dass ich woanders streame. Was ich nicht annehmen werde, ne? Nur mal nebenbei. Aber hey, ich habe ein Angebot bekommen. Ich bin mich richtig stolz. Stolz wie Oscar, du. So, hier gehen wir rein. Ja, ja, Schweizer, ja, ja. Ja, Kick, genau. So. Wir probieren mal, ob wir, 1, 2 oder 3 Euro, ja, sowas in der Richtung. So, können wir hier noch ein bisschen Gülle auffüllen? Wäre das so, also können wir das vielleicht, ne? Ja, ich glaube, wir können die Zeit jetzt wirklich mal auf 2 setzen und mal gucken, wie es dann ist. Aber, auf 2, glaube ich, ist okay. Bleib bitte bei Twitch. Ja, mache ich natürlich. Also, ich habe da keinen Grund abzuhaben, wirklich nicht. Es hat so lange gedauert, bis ich Leute von YouTube hierher gebracht habe zu Twitch, weißt du? Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich bekommen habe in den Kommentarbereich von YouTube, die geschrieben haben, ey, ich habe keinen Twitch. Kannst du das nicht auf YouTube machen? Und ich so, nein, dann holt euch Twitch und macht euch einen Account und bla bla bla. Da kann ich jetzt nicht sagen, du, nee. Nee, ich bin doch jetzt woanders, weißt du? Nee. Auf einer anderen Plattform, wo du noch übers Mikro lecken darfst. Sehe ich mich schon ein bisschen, ne? Was mache ich hier eigentlich? Ich bin ja komplett falsch. Ich muss woanders hin. Bei OnlyFans, natürlich. Natürlich. Gülle haben wir noch einigermaßen hier drin, ne? Das heißt, wir können mal gucken. Düngerfabrik oder BGA. BGA haben wir Gülle 650.000 Liter. Das reicht erstmal. Düngerfabrik haben wir... Ja, komm, wir machen die Düngerfabrik voll, oder? Wir machen die Düngerfabrik voll. Habe ich hier drin Düngerfabrik abholen? Ich habe keinen Abladepunkt. Shame on me, was ist da los? So, warte mal. Wir füllen da mal auf. Das ist ja auch blöd, ne? So, hier füllen wir mal auf. Ist ja nur ein kleiner Schluck jetzt, ne? Nur damit wir mal sehen. Warte mal, wo geht's denn hier vorbei? Ach, die Geschichte wieder, ne? Das war die Geschichte, dass ich mich hier selber blockiere. Beziehungsweise ich müsste jetzt einmal ganz quer rüber. Holy shit, wie mache ich das denn jetzt? Hier. Oh, das wird wieder eine ganz wilde Geschichte hier. So. Dann machen wir hier einen Punkt. Düngerfabrik abladen. Haben wir noch ein Mühe weiter hier vorne hin? Zack. Oh, ohne Anhänger wäre es besser gewesen. Ja, wie gesagt, wir warten jetzt nochmal bis zur vollen Stunde. Wir werden es jetzt. Ich werde es mal ganz kurz vorspulen. Na, nicht so, Werner. Er fährt aber immer noch nicht, ne? Also, er fährt halt einfach nicht. Real talk. Er hat einfach keinen Bock mehr. Er hat einfach gesagt, nö. Ist mir zu warm hier. Ich will das nicht. Ich will das einfach nicht mehr hier. Tilladala, Grüße. Einen wunderschönen guten Abend. Also, das ist jetzt letzte Generation. Scheinbar, ne? Scheinbar. Ich kann ihn auch nicht zurücksetzen, weil da ist nichts zum Zurücksetzen. Ne? Also, geht halt nicht. So, warte. Lass uns das nochmal schön machen hier. Ich habe hier einen neuen Kurs gemacht. Düngerfabrik. Der muss natürlich hier auch rein in die Düngerfabrik. Logischerweise. Das heißt, wir holen das vom Güllebehälter, bringen das dann zum Düngerfabrik abladen. Und das ganze Gülle. Das ganze machen wir so oft, bis so die grün und blau vor Augen wird, ne? Ja. So, lass den Baum stehen, ne? Okay, das könnte klappen. Wir schauen mal später. Liegt wieder irgendwas... Oh, hast du gerade abgeladen? Hast du gerade wirklich abgeladen, mein Freund? Ey, was macht ihr da? Sag mal. Wer ruft? So eine Frechheit. So. Mein Gott, ey.
kannst du nicht alleine lassen. Siehst du, und hier wird... Es ist wieder soweit. Habt ihr das gesehen? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, wo ist er? Alter! Da ist er. Ja, es geht schon wieder los. Wir müssen Sprit liefern, meine Damen und Herren. Der Sprit ist aus. Wo war denn das? Ernten 19. Du musst auf die 19. Schnellstmöglich, mein Freund. Alarm. Wir müssen Sprit liefern. Aber ich muss den mal kurz waschen. Das sieht ja widerlich aus. So, siehst du, so kann man sich das eher angucken. Kann ich hier noch Sprit auffüllen hinten drin? Alarmstufe rosa-rot. So, mal schön Sprit auffüllen hier. Ah, ist geil, ne? Deckel geht auf hinten beim... Oh, schön. Sprinter wäre mit Blaulicht geiler. Eigentlich ja, ne? Und so hier vorne mit so einer Leitbar, Blaulicht und hinten so zwei einzelne drauf. So richtig Alarm. Danach auf Seite Schriftzug Alarm. Nee, das machen wir nicht. Hör auf, ey. Zehn und Michael schon wieder arbeiten. Nee, das machen wir nicht. Los geht's. So, hier wird aufgefüllt. Das ist okay. Hier wird gepresst. Das ist okay. Du, wie sieht's aus? Willst du ein bisschen reinfahren? So ein bisschen reinfahren, mein Freund. Was sagst du? Nee, eher nicht so. Ich kenne eine gute Firma, die ihr das verbaut. Glaube ich dir. Ne? Jetzt vielleicht? Komm, du willst es doch auch. Komm rein. Nur ein Stück. Ja, siehst du, ich weiß, du willst es doch auch. Ich weiß es doch. So, er hier ist wieder unterwegs, oder was? Ja, er ist halt fleißig, ne? Also da gibt's halt nix. Ey, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen das jetzt. Dobby wird erwachsen, meine Damen und Herren. Er geht auf seine große Reise. Was machst du denn da? Mann, ey. Gabi, was ist denn das hier? Ja. Warte, ich wollte hier nochmal jemanden auf seine große Reise schicken. Der gute Mann bekommt ein Kennzeichen. Igge, wenn du da bist, ich brauche ein Kennzeichen, bitte. Er wird erwachsen. Er wird losgeschickt. So, ich muss hier immer rückwärts runter vor dem Ding. Konfiguration. Kennzeichen. Typ 3. BG. Und dann weiß ich nicht mehr weiter. DO01. Nee, so viel Platz habe ich nicht. Ich habe nur einen Buchstaben und drei Zahlen. Aber Iggy ist schon dran. Iggy klickt schon rum. Ich höre ihn schon klicken. Bei Gabi muss ich immer meine Arbeitskollegen denken. BGT005. Dankeschön, Iggy. Vielen, vielen Dank. Mama vorne hinten, ja. Wo ist denn das jetzt? Ach, guck mal hier, wie geil das ist. Ach, da freue ich mich ja, ne? Ah, da macht er schon Bock. War sogar kostenlos. Guck an. So, jetzt ist er erwachsen, jetzt kann er los. Jetzt kann er los, meine Damen und Herren. Er soll den Hof nicht verlassen, aber er ist erwachsen geworden. Er ist mittlerweile, er hat so viel Erfahrung gesammelt, Boggy. Er darf raus. Er darf wirklich raus. Und seine erste Probe wird gleich wichtig sein. Silageballen sammeln. Silageballen wird er sammeln, der Gute. Auf der 47 werde ich ihn gleich losschicken. Weil dann, was war am Hammer, ne? Also. Bin gespannt, ob er es schafft. Sie werden so schnell erwachsen, ne? Bisschen höher. Geht das nicht mehr höher? Ging doch mal. Ah! Meine Maus ist weg. Hilfe! Es ist... Wo ist meine... Sag mal! Ich habe keine Maus mehr in dem Ding. Ah! Ich kann halt auch nichts drücken, weil ich komme nicht aufs Menü. Da war sie. So. Jetzt wird mir schlecht, Entschuldigung.
So. Ich bin gespannt, wie es sich macht. AD heißt, nein, habe ich nicht. Aber ich habe keine Maus. Ich bekomme da alle Zustände, wenn ich keine Maus habe, ne? Ohne Scheiß, ey. Die Seitenkonsole müsste Anfang August kommen. Raspel einfach den Baum hier ab, du. So, das läuft hier ganz gut. Eine Runde Schwindelfrei. Ja, ist richtig. Was ist mit euch zwei Experten hier? Einfach nicht fragen. Einfach nicht fragen. So, ich bin da. Ich bin da. Kein Problem. Lassen Sie mich durch. Ich darf auch Geburten durchführen. Außenweg. Ich muss rein. Es ist dringend. Hier ist... Die Kacke ist am Dampfen. Nichts geht mehr. So. Erstmal Zelt aufbauen, ne? Gut, aber alles das und vieles mehr, meine Damen und Herren, sehen wir gerne oder schauen wir gerne morgen weiter. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Morgen sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht es gut. Bis Sikowski. Bye, bye.